TV mit den News. Gestern kommt es zu Niederbüren zu einer Reihe von spektakulären Unfällen. Alle verursacht von einer einzigen Person, einem 26-jährigen Mann. Roger Inaue. Der Mann fährt um die 11 Uhr in der Nacht von Niederbüren Richtung Oberbüren. Im Innerortsbereich fängt seine Unfallfahrt dann an. Er fährt ins Heck von einem anderen Auto, wo ein 57-Jähriger drin hockt, und drückt das Auto in mehrere parkierte Autos ein. Ohne sich um etwas zu kümmern, fährt er weiter. Kurz vor Oberbüren kommt er ab der Strasse und tätscht in einen Hagen. Zurück auf der Strasse rammt er ein entgegenkommendes Auto von einem 18-Jährigen. Aber auch hier stoppt der 26-Jährige noch nicht. Er gibt weiter Gas und juckt mit dem Auto über 100 Meter weit über den Bach. Erst nach dieser Landung in der Bachböschung kann der Mann nicht mehr weiterfahren. Bei diesem Unfall ist der 26-Jährige verletzt worden. Er ist zuerst in den Rettungsdienst betreut worden und nachher von der Rega ins Spital geflogen worden. Die anderen Unfallbeteiligten, sie sind zum Glück nicht verletzt worden. Wegen Verdacht auf Fahrunfähigkeit hat der Mann eine Blut- und Urinprobe abgeben.